Clara, erstes Mal beim Cycling Grand Prix Stuttgart. Wie war's? Ich bin total begeistert. Es hat so viel Spaß gemacht. Es waren so viele Leute und Zuschauer da und auch das erste Mal auf heimischem Boden gefahren. Da ist irgendwie ein ganz anderer Ansporn, dann noch im Deutschland-Trikot. Es hat mega viel Spaß gemacht, ja. Du warst in der Gruppe, ihr wart zu fünft vorne. Erst Romy vorne, dann seid ihr hingesprungen in dem steilen Anstieg in Gerlingen. Und dann fährt Elena Pirone weg, allein zum Sieg. Wie ist das gelaufen? Eigentlich haben wir ziemlich gut zusammengearbeitet. Jeder hat alles investiert, würde ich sagen. Ich wusste schon, okay, ich in der Gruppe habe jetzt die schwächsten Sprinterbeine. Von daher war das für mich jetzt nicht ganz gut. Und dann hat sie attackiert und das war echt super stark. Da mussten wir uns erstmal hinten organisieren. Ich habe aus dem WNT-Auto gehört, dass Katrin Schweinberger nicht mehr mitführen sollte. Das war halt dann so ein bisschen, war dann schwer für uns. Und wir haben es versucht. Und dann am Ende, als die Gruppe uns aufgeholt hat, wusste ich, dass Linda da ist und habe noch versucht, sie ein bisschen zu positionieren und bin mega froh, dass sie Dritte wurde. Ist richtig gut, ja. Für dich geht es jetzt weiter mit der Tour. Wie wichtig war das heute im Hinblick auf die Tour de France? Für mich war es eigentlich schon sehr wichtig, weil so nach 3 Wochen einfach nur trainieren ist immer schwer zu sagen, wo man genau steht, weil einem dann einfach auch die Rennhärte so ein bisschen fehlt. Und am Anfang, muss ich echt sagen, habe ich echt gelitten. Und dann wurde es besser und jetzt bin ich dann doch ganz, ganz froh, dass es am Berg gut lief und ich dann auch so die Power habe und auch so im Feld fahren habe ich mich sicherer gefühlt. Und ich glaube, das ist jetzt eine gute Vorbereitung für die Tour und jetzt noch ein bisschen ausruhen nächste Woche und dann geht's los. Was sind da die Ziele? Einfach die so gut fahren, wie es nur irgendwie geht, heil durchkommen und vielleicht die ein oder andere Etappe mehr fokussieren und einfach mal was ausprobieren, ja. Das heißt, das Ziel erstmal überall dabei zu bleiben, um in der Gesamtwertung vorne zu sein und dann zu schauen, was geht oder auch mal unter Umständen sogar wirklich auf Etappe zu zielen nur? Ich glaube, schon grundsätzlich Gesamtwertung, aber ich glaube, es wird schon schwer für mich, einfach weil das Niveau so hoch ist. Und deswegen werde ich schon versuchen, vielleicht die eine oder andere Etappe einfach was zu probieren. Und wenn es klappt, dann ist super. Und wenn nicht, dann habe ich noch andere Chancen. Und ja, einfach Spaß haben und das Beste aus diesem Rennen machen. Letzte Frage, bist du in Tourmalet schon mal hochgefahren? Ja, ist lang, schön, hart und wird auf jeden Fall ganz besonders, ja. Viel Spaß, danke dir. Dankeschön.